Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im Stall der Schlucht und machen hier weiter, indem wir uns aufmachen in Richtung der Wüste. Es ist soweit. Wir haben das Gerudo-Gebirge hinter uns, wir haben die Gerudo-Hochebene hinter uns, wir haben das Gerudo-Tal, glaube ich, auch hinter uns. Wir haben den Brillenfelsen von oben als lächelndes Gesicht fotografiert und haben hier auch schon... Da fliegen die Ornis aber ganz schön weit oben, ne? Gut, damit sind wir hier durch. Es ist sehr schade. Ich hoffe, ich habe es ja schon mal gesagt, dass der Stall, nachdem wir den Sandsturm beendet haben, nochmal als normaler Stall fungiert. Wäre ziemlich cool. Und wir gehen jetzt mal den regulären Weg hinaus in die Gerudo-Wüste. Ich freue mich. Und wie ihr sehen könnt übrigens, ich habe das andere Projekt noch nicht gestartet. Das ist der gleiche Tag wie die letzte Aufnahme. Wer hätte das nur gedacht? Oh, guten Abend. Die Gerudo sagen Saf Saba. Das habe ich auswendig gelernt. Der Weg ist ganz schön lang. Es gab mal einen kürzeren, aber während des Kataklysmus brach eine Flut über uns herein und die Straße wurde überschwemmt. Wenn ich nur schwimmen könnte wie die Zoras. Ja, hier, ne? Ja, man müsste nochmal Side-by-Side die beiden Spielwelten vergleichen. Das wäre eh schwer ganz cool. Aha. Gerudo-Wüste. Ich weiß, wir waren links schon mal in der Wüste selber, aber das ist ja jetzt der offizielle erste Blick. Hey, wie geht's, mein Freund? Hier drüben, mein Herr. Ja, ja, sofort. Ach, was für ein Schlamassel. Ich wurde von meinem Freund getrennt. Und ich will doch so gern zu ihm. Er schickt mir ein Rauchsignal, aber was soll ich nur machen? Ich bin viel zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ja, auf dich komme ich gleich zurück. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Ja, das hier ist eine Sandrobbe. Mit einer echt fashion Frisur, oder? Ihr wisst ja noch diese Plüsch-Sandrobben, die eine Frau da nach Atheno zur Schule bringen wollte. Hier haben wir eine echte Sandrobbe. Was sag? Ach, es ist lange her, dass ich so viele Kunden hatte. Ihre Klamotten. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Im Gerudo-Tal herrschen schon immer extreme Temperaturen, Hitze wie Kälte. Das sind wir gewohnt, aber dieser Sandsturm ruiniert das Geschäft endgültig. Wir verleihen Sandrobben. Sie können sich mühelos in der Wüste fortbewegen. Sehr nützlich, deshalb betreiben wir einen Sandrobbenverleih. Das ist dir sicher aufgefallen, wie schwer es ist, durch den Sand zu stampfen, nicht? Wenn du also durch die Wüste willst, wirst du ohne Sandrobbe nicht weit kommen. Eine Sandrobbe kostet nur 20 Rubine und eine Sandrobbe mit Schlitten 50. Okay, und wie führt man eine Sandrobbe? Wenn dich eine Sandrobbe zieht, ist der Rest einfach. Lenke die Sandrobbe nur in die gewünschte Richtung. Okay. Am besten du probierst es einfach aus. So lernst du am schnellsten. Na, was sagst du? Und wie fängt man eine Sandrobbe? Du hast jetzt aber nicht vor, eine wilde Sandrobbe zu fangen, nur damit du keine Kosten hast, oder? Falls doch, solltest du wissen, dass sie sehr geräuschempfindlich sind und schon kleinste Erschütterungen wahrnehmen. Sie nehmen sofort Reiß aus, es sei denn, du schleichst dich super leise an. Und sie hauen ab, sobald du sie verlässt. Davon abgesehen, lassen sie sich auch nur äußerst schwer lenken. Okay. Ganz anders als unsere Sandrobben. Die sind von klein auf an Leute gewöhnt und lassen sich ganz leicht lenken. Ich garantiere dir, dass sie ihr Geld wert sind. Ja, dann möchte ich eine leihen. Willst du eine Sandrobbe leihen oder eine Schlittenrobbe? Eine Schlittenrobbe für den Krog nebenan. Zack, zack. Übrigens, Sandrobben können nicht nur im Sand, können sich nur im Sand fortbewegen. Du musst also felsiges Terrain unbedingt vermeiden, verstehst du? Das ist neu. Also Sandrobben mit Schlitten gab es in Breath of the Wild definitiv nicht. What? Moment, ich spüle mal eben ein Glas ein. So. So. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Es ist wie so ein
Antreiben. Oh mein Gott. Okay, also das gab es nicht. Es gab nur die normalen Sandrobben. Das ist neu. Wie cool ist das denn bitte? Warte mal kurz, bitte. Zitterfrüchte. Okay. Ja, da ist ein Bandschrein, den habe ich schon gesehen. Und hier haben wir schon die Oase. Danke, dass du meinen Freund zu mir gebracht hast. Ich versinke hier schon total im Sand. Das ist für dich. Danke, dass du meinen allerbesten Freund zu mir gebracht hast. Ja. Die Krogies. So, jetzt sind wir beim Nord-Gerudo-Felsen. Jetzt ist die Frage, sollen wir da mal hingehen? Oder gehen wir nochmal zurück? Wir gehen erstmal zurück. Lässt sich sehr cool steuern auf jeden Fall. Oh, guck mal da. Da ist das müssen wir bestimmt kaputt machen für die Aufgabe. Welches Symbol nehmen wir nie? Schwert. Das ist nämlich das gleiche, was wir im Untergrund gesehen haben, wo wir garantiert den gleichen Boss dann nochmal bekämpfen müssen. Also entweder ist das Teil vom Boss. Was war das denn? Entweder ist es Teil vom Bosskampf oder wir müssen es vor dem Bosskampf machen. Eins von beidem. What? Das war ja viel zu süß. Hallo. Zuerst zum Wüstenbazar. War gar nicht so einfach, es bis hierher zu schaffen, oder was meinst du? Nun ja, die Wüste macht das Reisen beschwerlich, deswegen dauert es eben seine Zeit. Willst du etwa auch die Geoglyphe ansehen? Wollen wir das vielleicht gleich mal zusammen machen? Sylvia, ich glaube, das habe ich schon gelöst, denn ich habe schon alle Geoglyphen gesehen. Es ist ja sowas von süß. Wenn Sandrobben über Sandrobben robben, Sandrobben über Sand. Da friert man. Was? Wie? Wenn du eine Sandrobbe leihen möchtest, lass dich von mir nicht abhalten. Ich überlege gerade, wie ich wieder nach Gerudostadt zurückkomme. Gerudostadt? Wegen des Sandsturms ist es schwer zu erkennen, aber... Siehst du, aus dem Sandsturm lugt oben der Schrein heraus. Dort ist Gerudostadt. Das ist eine von den Schreien, die beim Kataklysmus überall auf der Welt aufgetaucht sind. Wenn der nicht da wäre, hätte man keinen Anhaltspunkt, wo Gerudostadt eigentlich liegt. Im Sandsturm ist die Sicht stark eingeschränkt. Selbst mit einer Sandrobbe ist es fraglich, ob man es bis dorthin schaffen würde. Eigentlich sollte ich die Ruinen erkunden, aber als ich mich das letzte Mal in den Sandsturm vorgewagt habe, habe ich mich sofort verlaufen. Vielleicht sollte ich die Rückkehr in die Stadt vorerst aufgeben und mich zum Wüstenbazar begeben, um mich dort auszuruhen. Poki, du machst garantiert das Richtige. Wir gehen uns jetzt erstmal die Felsen angucken. Also einmal links rum, bitte. Ist schon sehr cool. Steuert sich sehr gut. Anschreien in der Nähe. Hier? Nee. Wir gehen erstmal unten rum und dann gehen wir mal nach oben. Jetzt ist die Frage, wartet er auch, wenn ich jetzt recht weit weggehe? Oder ist der nur so wie so ein gebautes Sonau-Fahrzeug? Na, wir werden es sehen. Brille hochschieben.
Ich habe gerade in meinen Kleiderschrank überall so Dinger reingedrückt in die offenen Löcher, wo keine Kleiderstangen oder Schubladen oder sowas drin sind. Das tut meine Fingerspitzen richtig weh. Ja. Ein klassischer Krog. Ja, ich sehe schon, wo das hinausläuft. Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen. Vorsichtig einsetzen. Yay, wir haben ihn gefunden! 444. Sidon, willst du mal... Ja, dann Tullin vielleicht. Oder ich werf halt... Danke für nichts, Leute. Danke, danke, danke. Die beiden, ey. Aber ist ja auch gut, dass sie nicht immer nur auf Krawall aus sind. Wäre ja auch nicht so toll. So ein Begleiter, der alles angreifen würde, wäre auch eine Katastrophe. So, jetzt ist aber die Frage. Ob es hier irgendetwas zu entdecken gibt auf diesen ganzen Felsen. Ja, schon eine auffällige Konstellation. Nordgerudo-Fels. Erstmal Pause machen. Und weiter geht's. Yeah. Eine Sternschnuppe, die ist dermaßen weit weg, die ist ja... Also ja. Ja, könnten wir machen. Wie spät ist es denn? 3 Uhr. Sollen wir es probieren? Wenn die Sandrobe noch da ist, haben wir gute Chancen. What? Kein Schild ausgerüstet. Aber es wird auch schon hell, oder? Okay, schon verstanden. Jetzt war ich zu laut. No way ist die noch da. Radar ist weg gerade. Oh Gott, hier sind diese Gibdos. Nein. Das ist jetzt ein Witz, oder? 5 Uhr. Aber wenn ich die Sandrobbe direkt gezähmt hätte, hätte ich es geschafft, ne? Fürs Protokoll. Probier es jetzt nochmal.
Mein Ego sagt ja. Mein Ego sagt ja. Mein Ego sagt ja. Ein Schild. Ja, hier ist auch noch ein Krog, ich weiß. Ich weiß. Hey! Aber ich hab das Medaillon. Scheiße. Also im Sandsturm sind Gibdos. Heißt das, die hängen da mit dem Sandsturm zusammen? Hey. Hallo? Verarschen. Alter, ich raste aus. Ah, mein Ego sagt, ich muss es trotzdem nochmal probieren. Ah, okay, wir machen es nochmal. Diesmal platzieren wir das Medaillon und fahren wieder rechts rum. Da ist eine Felsen. Wir haben sie auch gelesen, da waren Felsen. Bei Felsen hauen die ab. Okay. Jesus. Muss man ja auch viel achten. Ich muss mein Zimmer mal ein bisschen aufräumen. So, schnell platzieren. So, go. Jetzt wieder hier rum. Straight. Da ist ein Gipto, oh Gott. Hey. Ah, die Weitsicht ist, also viel sehen tut man, hi. Tut man hier wirklich nicht. Oh mein Gott. Wow. Ich muss mal meine Brille polieren. Aber das kann ich auch mal eben machen mit der Ladezeit. Okay, wir haben es geschafft. Cool. Ein Stern später. Können wir... Ja, wir müssen dann eigentlich Ocarina of Time aufwerten. Die Mütze. Dass wir sehen, ob es da dann auch einen Angriffskraft-Z-Bonus gibt. Oder ob das variiert. Je nachdem. Das würde mich interessieren. So, wir wissen, hier in der Mitte ist irgendwo noch ein Krog. Definitiv. Das ist besser. Ich sehe wieder was. Weg damit. So. Also es könnte hier unten sein. Es könnte aber auch irgendwo drauf sein. Tendenziell eher hier so, ne? War das hier? Da. Oh, du hast mich gefunden. Da meine ich aber auch, die wären doch früher so schnell gewesen, dass man die gar nicht fangen konnte, oder? Da muss man die doch immer abpassen an der Stelle. Jetzt sind die auch langsamer. Bilde ich mir vielleicht auch nur ein, aber... So. Ja, jetzt mache ich das so querbeet. Wir müssten mal alle lang gehen. Lass uns doch jetzt mal hier da drauf. Ah ja, genau deshalb.
Okay, ist es kein Problem. Das ging ja in Breath of the Wild nicht, weil da konnte man ja nur Metallsachen mit dem Magneten hochheben, ne? So, fehlt der hier. Hier fehlt einer, da fehlt aber noch einer. So. Oder auch nicht. Hey, du hast mich gefunden! Juhu! Hey, tschüss! Aber fehlt hier nicht auch ein? Ach, es ist quasi ein M oder ein W. So oder so, kein. Eins von beidem. Oder beides. Ich weiß es nicht. Aha. Hä? Wo ist denn da ein Schild? Schick, aber warum? Der eine Schild. Könnten wir jetzt holen, aber wir haben wahrscheinlich eh die Schildtasche voll, deswegen. Runny, run, run. Mhm. Ein paar Donnerfrüchtchen. Den nehme ich gern mit. Hallo, ihr coolen Joten. Zitterfrüchte, ja. Ey, der Kaktus. Hält er schon drauf? Jo. Dann gehen wir jetzt nämlich hier links rum zu den nächsten Felsspitzen. Da ist ja auch schon die Geoglyphe, da waren wir auch schon. So. So. Was ich überlege, lass mich doch einfach mal eine Sache machen gerade. Just for fun. Fände ich gerade... Nee, kann ich nicht machen. Vergiss es. Weil ich ja hochlade. Morgen? Lass mich doch morgen mal einfach nebenbei die Aufnahme, den Stream starten bei Zelda oder was auch immer. Einfach mal zum Ausprobieren. Ich gehe dann gar nicht auf die Kommentare ein im Stream, sondern es ist dann wirklich so eine Art Test-Stream-Live-Aufnahme, ihr wisst schon. Weil perspektivisch will ich ja streamen beim Aufnehmen. Immer. Und nachts halt dann hochladen, weil sonst komme ich mit der Bandbreite nicht klar. Das wollte ich ja schon damals beim Umzug machen, das ist nun mal jetzt über ein halbes Jahr her, dass ich eben parallel streame, beziehungsweise auch einzelne Spiele wirklich komplett dann im Stream auch mit euch zusammenspiele. Aber tatsächlich hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich gar nicht mehr streame, weniger als früher. Ja. Naja, wollte ich auf jeden Fall wieder umstellen, müssen wir mal gucken, dass ich das wieder hinbekomme. Das denke ich mal alles nur eine Gewohnheitssache. Scheiße. Und hier wäre auch cleverer gewesen, ne? Mhm. Da oben hängt eine Nuss. Boah, der war 1A. Hey, du hast mich gefunden und direkt First Try getroffen.
Tschö. Okay, da müssen wir nochmal lang hier. Da ist nochmal die, der Wüstenbazar. Hatte der auch schon dieses Licht oben drauf? Oh Mann. Ich kann mich da leider nicht mehr so gut dran erinnern. Da waren wir ja am Ende schon. Schon wieder ein Feuerpyromagus oder wie die heißen. Wie heißen die? Pyromagus, ne? Meteorpyromagus. Kommt auch sowas von in die Monstersammlung. Ich weiß nicht, wie viel Platz da überhaupt. Na gut. Dummster wird das besser einschätzen können als ich. Souverän. Ja, es wäre natürlich immer besser, wenn ich das Outfit wechseln würde. Oder generell könnten wir ja jetzt, so da wir ja den Kühlungseffekt der Ornirüstung nicht brauchen, ich weiß. Aber ich bin auch ein Freund davon, es einfach mal so zu nehmen, wie es ist. Jetzt nicht alles mit Outfits ausgleichen. Sondern auch durchaus mal so eine kleine Challenge annehmen. Danke. Gerudo Zweihänder haben wir noch nicht fotografiert, oder? Album. Nope. Jetzt haben wir gerade übrigens den Hitzeschaden, ne? Weil wegen kein Eisschwert auf dem Rücken. Ist ja aber nicht Ling. Klappt das mit dem T-Shirt? Es ist natürlich interessant. Also, perfekte Wüstenoutfit, oder? So geht man in die Wüste. Ernsthaft? Wow. Wow. Wir hätten den Kakuda abgeschossen, Leute. Aber schöne Kiste und... Oh, wow, okay.
Strategisches Handeln. Essen. Hitzeschutz. Damage. Feuer, warum nicht? Schützen die hier überhaupt? Ein Gakuda? Ich glaube schon. Ich verteidige jetzt nicht nur diese blöde Holzkiste hier, oder? Topas. Wäre sogar okay irgendwo, aber dafür, dass hier so eine komische Ruinenanlage ist, habe ich jetzt was anderes erwartet. Aber okay, ich bin mit allem zufrieden. Kelsertal, das führt dann hoch zu. Aha. Okay, nehmen wir so, ne? Ja, das Grimmige, denkt dran, wir machen auch gerade 30% extra Schaden. No, meine Donnerfrüchte. Wir wissen natürlich jetzt garantiert, Frostmelone, wir wissen natürlich jetzt garantiert, wo die ganzen Schreine sind. Ein Kroggy. Na gut, der ist jetzt nicht wahnsinnig gut versteckt. Und da ist ein Krog. Der ist besser versteckt als der Schrein auf jeden Fall.
Regeln gefunden. Hätte ich aber ohne Krogmaske jetzt auch nicht gefunden. Wir können den Schrein gerne gleich mitnehmen. Ist zwar dann wieder so out of position. Aber dann haben wir den halt. Ah, es ist schon fantastisch. Aber wann war ich damals in der Gerudo-Wüste? Ich könnte jetzt nachgucken. Genauso, ob ich die Orni zuletzt gemacht habe. Das würde mich schon interessieren. Also es fühlt sich so an, als wäre das hier die optimale Lösung. Erst die Orni, dann die Goron, dann die Zoras und dann die Gerudo. Ebenso. Ich meine, ich war damals zuerst bei den Zoras, oder? Habe ich die Orni echt zuletzt gemacht? Kann ich immer einsammeln, wenn ich gefühlt drüber hinweggesprungen bin. Das ist ganz komisch. Naja. Ja, und da geht's jetzt hoch. So weit, so bekannt. Ganz komisch. Okay. Ja, der darf nur diesen Schockkreis nicht um sich rum machen, dann ist alles gut. Au. Oh no, I'm so slow. Mhm. Weißt du was? Grad nicht. Weißt du was? Dann halt. Selber schuld. Statt einfach abzuhauen, ne? So, jetzt ist es extrem kalt. Das überleben wir aber. Ach, guck mal, hier ist ein Auto. Una Aura. Was ist hier? Was passiert hier mit dem Sand? Der Sand fließt weg oder so? Seid ihr Alpha-Konstrukte oder? Nee, ne? Gamma, eieiei. Ich bin mal kurz drin, ja? Koridani, Zara schreien und das Beste ist, wir brauchen gar keinen im Untergrund zu markieren, denn die haben wir alle schon, Lichtwurzeln. Das sind jetzt auch die letzten drei? Drei Schreine? Möglicherweise? Nee, es ist so. Wir wissen es. Es ist Fakt. Oh mein Gott. Das alles ist ein bisschen querbeet, ne? Aber was passiert, wenn wir in diesen Sandfluss gehen? Überbrückter Sand, wenn man vom Teufel spricht. Hits.
Meine Güte. Ihr habt das Problem gesehen, oder? So. Ja, ist aber unangenehm alles hier. Komm ich da nicht durch? Nee. Nee. Okay. Wer schießt da? Du? Hallo. Ich stelle das mal hier oben ab. Sicherheit geht vor. Du kommst mal hier hin. What? What? Genau. So. Ich bleibe hier dran. So. So. Da haben wir schon mal die Kiste. Gibt mehr als eine Kiste. Das. Da hinten. Okay. Was ist das hier? Was muss ich tun? Mhm. Das ist aber wie ein sehr aufwendiger Schrein. Ne? Hat man länger nicht mehr sowas. Krass. Achso, drauf springen. Nicht? Sind das nicht Alpha-Konstrukte? Kann ich nicht bitte deren Sachen haben? Danke. Was soll denn das? So, Kugel fällt. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da fällt eine Kugel runter oder so.
Holen wir uns erstmal die Kiste, oder? Okay, das war kein Problem. Das waren alle Kisten. So, haben wir das. Jetzt noch die Frage, warum kommt denn keine Kugel raus? Irgendwas übersehe ich. Oh. Wie schwer ist denn so eine Kugel? Kann ich die einfach hier auf meinen Ventilator kleistern? Geht das? Oh, die ist ja klein. Sollte gehen, ne? Jetzt auch gar keine Faxen oder so, einfach dran und dran. Nee, dran heißt dran, Mann, dran und dann kann man da perfekt, genau, dann nehmen wir jetzt unsere Kugel, die nehmen wir sogar wirklich, zack, und ab dafür. Okay, cooler Schrein. Mal was anderes. Vor allen Dingen schön auch, dass es jetzt um Sand geht, wenn wir hier in der Gerudo-Wüste sind. Gefällt mir. War cool. Der Anfang war das Schwierigste. Und vor allen Dingen auch mal ein bisschen länger. Nicht kompliziert so an sich, aber länger. Ne? Nicht so ein Schrein, wo man so eine Minute durch ist. Schön. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt, es hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches hier an diesem Orte ruht. Noch zwei Schreine. Ist das so? Der von Gerudo-Stadt und der... Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Der von Gerudo-Stadt und der von der Oase, sind das jetzt die letzten beiden Schreine? Das wäre Wahnsinn. Kann das sein? Haben wir in der Wüste keinen? Doch, oder? Doch, da im Süden war ja auch noch einer, aber dann haben wir ja ein Segenslicht zu viel. Hä? Oder ich habe doch welche auf den Himmelsinseln vergessen. Also entweder gibt es noch zwei oder es gibt noch sechs. Nee, wir haben hier auch noch welche. Auf jeden Fall. Ja. Hm. Und den haben wir auch noch hier. Ich kann aber jetzt hier doch...
Ach genau, man musste ja den Statuen folgen, ne? Kann ich jetzt einfach reingehen und einfach nur mitgezogen? Das sieht ganz komisch aus. Ah, die Ausdauer geht ganz schnell leer. Ach man, so nicht Lamassel, wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt und an diese komische Steininsel hier gespült werde. Ach man, der schickt mir ein Rauchsignal, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, hu. Abfahrt, ja? Ich weiß, du willst nur zu deinem Freund, aber so einfach ist das nicht. So. Okay, also. Lenkeinheit. Check. Ventilator. Check. Croc. Nee, Croc. Check. So, auf geht's. Was soll ich denn sagen? Wie viele Sternsplitter haben wir eigentlich? Wahrscheinlich einen, ne? Natürlich. Vor allen Dingen, ja, oben gibt's ganz viele. Auf den Himmelsinseln. Oder ich bin halt blind. Aber haben wir dann oben... Warte, wie viele Schreine haben wir jetzt noch? Eins. Zwei. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Ja. Ja. Kommt aus, dann haben wir 24, dann haben wir ein Ausdauerringchen noch mehr. Ästhetisch natürlich nicht ganz so schön, aber so wird's sein. Und der Weg hier führt jetzt zum Jägerversteck, ne? Das ist jetzt der Weg hier, Kalzertal, hier hoch zum Jägerversteck. Aber da waren wir ja schon einige Male und haben uns den Donnerschutzhelm verdient, ja, ja. Ich... Ey! Mein Sandboot! Oh Mann. Also, nächste Aufnahme geht's auf in Richtung Wüstenbazar. Also nicht Wüstenbazar zum Draufhauen, sondern Wüstenbazar. Meine Aussprache ist halt ein bisschen schwierig. Auf geht's! Da oben sind die Ruinen, da waren wir ja auch schon. Wow. Was war das? Wassermelonen. Aua. Sandsturm. Sandsturm. Wirbelsturm. Wirbel. Ich sehe gar nichts. Der Eiskeller. Der Eiskeller. Ja, der war da oben. Ich weiß, wo wir sind. Ist hier immer noch jemand? Hallo? Mein Eis. Also am Ende von diesen Ruinen, die da waren, da ist der Eiskeller und man musste in Breath of the Wild von hier aus einen Eisklumpen rüberbringen, ganz absurd. Aber Gerudo ist halt heiß, ne?
Oh, ein Hylianer. Dies ist der Eiskeller, in dem das Eis aus dem Tauwasser der Gerudo-Hochebene gelagert wird. Es ist kein Ort für schaulustige Naseweise, verstanden? Ah. Zumal es derzeit nicht zu sehen gäbe. Uns ist wegen der zunehmenden Hitze das ganze Eis fortgeschmolzen. Man wagt sich kaum mehr, diesen Ort überhaupt noch Eiskeller zu nennen. Unsere Bar verwendet das Eis aus der Ebene für Drinks, die wir Gerudo wie auch Besucher sehr schätzen. Doch wenn weiter Eisknappheit herrscht, kann niemand mehr diese Köstlichkeiten genießen. Ich muss irgendwie an Eis gelangen, ehe das geschieht. Hast du da etwa Eis? Ich täusche mich doch nicht, oder? Hylianer können also Eis erzeugen? Ich bin fast den ganzen Tag im Eiskeller oder im verschneiten Gebirge. Woher hätte ich das denn wissen sollen, hä? Sag mal, du wärst nicht zufällig geeignet oder geneigt, mir das Eis zu schenken? Wenn du die Eisstücke so groß wie diese Nische zur Aufbewahrung machen könntest, würde mir das enorm weiterhelfen. Was? Soll ich das denn hinbekommen? Es ist dir gelungen, Eis herzustellen, damit der Eisblock gut in die Stadt transportiert werden kann, sollte er aber nur so breit sein, dass er genau in die Nische passt. Ante hat dich deshalb gebeten, die Größe anzupassen und ihn dann in der Nische zu platzieren. So? Hm? Was ist denn? Oh, das ist ja Eis! Ja, das ist die perfekte Größe. Damit schaffe ich es bis in die Stadt, ohne dass mir das Eis davon schmilzt. Sag! Hier ein kleiner Lohn für dich. Genehmige mir doch ein erfrischendes Getränk. Dir, meine ich, wo du schon bei uns bist. Es wäre toll, wenn du irgendwann mal wiederkommen könntest, um Eis für mich herzustellen. Blöd ist allerdings, dass ich gerade keine Belohnung für deine Hilfe zur Hand habe. Ich brauche auch ein bisschen Zeit, um etwas Passendes zu besorgen. Geh dich doch erstmal entspannen. Bei einem Hautpflegeprogramm in Gerudo-Stadt zum Beispiel und dann bekommst du wieder... Ups. Da bist ja... du. Du bist ja ein Voi. Dann wirst du wohl nicht weiter als bis zum Wüstenbazar kommen. Kurze Erklärung... Es dürfen nur Frauen Gerudo-Stadt betreten. Ihr wisst ja, es kommt nur alle 100 Jahre ein männlicher Gerudo, der letzte war Gandorf, glaube ich. Und Männer dürfen die Stadt der Gerudo gar nicht betreten. Sprich, wir kommen gar nicht in die Stadt rein. Na? Du hast wie vereinbart Ante mit Eis versorgt. Da die Nachfrage an Eis weiterhin sehr hoch ist, würde sie sich darüber freuen, auch künftig Eis von dir zu bekommen. Für deine Mühen wird sie dich mit Belohnungen entschädigen. Bist du hier, um mir mehr Eis zu beglücken? Mich mit mehr Eis zu beglücken? Das ist wirklich sehr nett, aber im Moment bin ich gut versorgt. Außerdem habe ich noch keine Belohnung für deine Mühen. Ich möchte aber unbedingt eine besorgen, auch wenn das etwas dauern kann. Bis es soweit ist, du kannst ja gar nicht nach Gerudo, du bist ja ein Voi. Okay, also der Eiskeller war auf jeden Fall in Breath of the Wild eisiger. Und das hier ist also das Schmelzwasser aus dem Gebirge hier oben. Hier sieht man es ja. Wir sind gerade... Hier hinten am Ende der Ruinen und das Schmelzwasser kommt hier oben aus dem Gebirge. Cool, ja. Gern geschehen. Spontane Hilfe, gerne. Und gewöhnt euch schon mal an diese Architektur, denn natürlich haben die Gerudo ganz eigene Bauarten. Ja, jetzt haben wir hier einen Krog irgendwo. Könnte schwierig werden, oder? Der ist hier oben drauf. Ah ja. Hey, ihr habt mich gefunden. So, jetzt sehen wir es mal von oben. Also hier sind diese Ruinen. Und am Ende davon ist dieser Eiskeller. Und wir gehen jetzt aber erstmal zurück. Und da würde ich fast vorschlagen, nutzen wir mal die Schnellflugmöglichkeit. Denn das... Ist ja eine Katastrophe, wenn man nichts sieht. So, hier geht's ja wieder. Da steckt ein Schwert drin. Okay.
Ja, nächste Aufnahme. Wir gehen zum Wüstenbazar. Also diese ganze Ecke hier mit dem Sandsturm gucken wir uns dann an, wenn wir den Sandsturm vielleicht losgeworden sind, sag ich mal so. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Ah ja, ah ja, ah ja. Ah ja, ah ja. Also da hinten war ja der Wüsteneingang. Genau da. Da haben wir uns die Sandrobbe geliehen. Und dann führt der Weg hier zu dieser wunderschönen Oase, auch genannt der Wüstenbazar. Also ein Weg ist hier nicht wirklich, es ist einfach nur auf der Karte sichtbar, sagen wir es mal so. Okay, und was uns hier erwartet? Oh, sieht so cool aus. Ja, weil die Gerudo... Ach du Schande. Weil die Gerudo natürlich wieder einen ganz eigenen Gebäudestil haben. Das ist so cool. Ne? Was uns hier erwartet, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ich kleide mich mal passend. Und ich weiß gar nicht, was oben rum am besten passt. Puh. Eigentlich ja irgendwas Knappes, ne? So. Oder direkt so. Machen wir das. Also, in der nächsten Aufnahme werden wir weitergehen und uns den ganzen Wüstenbazar mal anschauen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. So passt das Outfit aber wirklich, oder? Wir haben nur leider keinen Hitzeschutz. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wobei hier die Temperatur gerade auch okay ist, ne? Aber die Chic-Mütze passt wirklich sehr gut zu dem Wüstenszenario. Bis zum nächsten Mal. Ciao.